Schönen guten Morgen, meine Freunde. Hier bin ich wieder, Sebastian. Leider hat das nicht geklappt früher mit dem Video machen. Ist jetzt wieder eine sehr lange Zeit vergangen. Ich habe zwar versucht, aber es hat nie geklappt. Und deswegen dachte ich mir jetzt, wir gehen da hoch in diesen Pöppel rein da und da können wir das Video machen. Ich nehme euch mit. Da sind wir alleine. Da sind wir unter uns. Gehen wir mal rein, oder? Ja. Das mit dem Livestreaming mache ich übrigens nicht mehr, weil da gab es so Unstimmigkeiten. Mein Agenturchef meinte ja, ich kriege auch ein Gehalt dafür, wenn ich 30 Stunden im Monat live bin. Und nach dem ersten Monat habe ich ihn dann gefragt, hey, wo ist denn mein Gehalt? Ne? Und er meinte dann, das System wurde umgestellt und deswegen würde ich das diesen Monat dann nicht bekommen. Da dachte ich schon, scheiße, ist aber blöd. Warum sagst du mir das nicht vorher? Dann hätte ich ja gar nicht so viele Stunden in diesem Monat machen müssen. Aber habe mir gedacht, okay, machst du halt nächsten Monat. Im nächsten Monat hatte ich dann meine 30 Stunden zusammen im Livestreaming und ich habe ihn dann wieder gefragt, hey, wo ist denn jetzt mein Gehalt hin, wo sehe ich das denn, wann bekomme ich das und so weiter, und er meinte dann nur, das System wurde umgestellt, und dann war ich wirklich schon arg sauer, weil er lässt mich das 2 Monate machen und sagt mir davon nichts. Ja, erst nachdem ich nachgefragt habe, sagt er, das System wurde umgestellt. Das fand ich irgendwie so vollkommen daneben, das macht man nicht mit Leuten, das ist schon Verarsche, da meldet man sich vor. Ich weiß nicht, ob er das irgendwie im Blick hat, ob er das vielleicht vergessen hat, kann ja auch sein, aber trotzdem, hey, irgendwie muss ihm doch jemand damit geteilt haben, dass das System umgestellt worden ist und nicht an dem Tag, wo ich zufällig nachfrage, dass er das erfährt oder so. Also war völlig daneben und es war auch scheiße, weil ich meiner Frau gesagt habe, ich kriege dafür ein bisschen Geld, weil es ist halt eben voll zeitintensiv, ja, 30 Stunden im Monat das machen, das ist nicht wenig. Ich habe über 30 Stunden gemacht sogar, das ist nicht wenig. Es hat mir auf jeden Fall geholfen, bei meinen Ängsten mit anderen zu sprechen, das war gut, ja, das hat so einen Effekt, das kann ich jedem nur empfehlen, aber so intensiv 30 Stunden, das geht nicht, wenn du eine Frau hast und wenn du 2 Kinder hast, dann funktioniert das einfach nicht. Das machen einige und das hat mir auch da schon nicht gepasst, wenn einige da, die machen Livestreaming und dann spielen die da so, Mensch, ärger dich nicht. Und nebenbei hört man so Kinder und das waren so Leute, die immer online sind. Immer wenn ich komme, sind die da gewesen, ja. Und dann spielen die da, Mensch, ärger dich nicht, mit wildfremden Menschen. Und ich frage mich, wieso spielst du das nicht mit deinen Kindern? Also das verstehe ich nicht. Ich spiele auf jeden Fall 1000%ig lieber mit meinen eigenen Kindern als mit irgendwelchen fremden Leuten, Mensch, ärger dich nicht. Mit anderen Erwachsenen, Mensch, ärger dich nicht. Hallo, Dri, wo ist denn dein Gehirn hingeplumpst? Naja, kann ja jeder machen, wie er möchte, sieht ja auch jeder anders. Aber jetzt gehen wir erstmal da hoch. Und dann erzähle ich euch noch ein bisschen mehr. Guckt mal, das ist der Weg. Ich hoffe, ich komme da durch. Ich mache die Kamera nicht aus. Nachher sagt noch jemand, ich wäre gar nicht hoch selber gegangen. Man hätte mich hochgetragen. Wow, schön hier. Das ist also das Vogelnest. Wenn ich stecken bleibe, auch nicht schlimm. Scheiße. Hier war ich am Wochenende mit meiner Tochter. Nicht hier drin, hier wollte sie nicht rein. Sie hatte Angst. Wir waren hier angekommen, da war es schon dunkel. Aber wir lagen da unten, guckt. Ich muss richtig zeigen. Ganz hinten unten lagen wir, haben uns den Sternenhimmel angeguckt. Das war wunderschön. Ja, wir sind oben. Hier fühle ich mich ein bisschen unbeobachteter. Unbeobachteter. Müssen wir die Kamera irgendwo schön hinstellen? Nicht, dass ich da abstürze. So. Oder mein Handy abstürzt. Ich kann mir doch kein neues kaufen. Sehe ich aus wie Krösus. Ja, deswegen mache ich das mit dem Livestreaming halt nicht mehr so intensiv. Ich mache es noch, um zu üben. Jetzt die letzten 2 Wochen nicht mehr, weil ich habe erstmal die Schnauze davon voll. Ich habe sogar einige Male PKs gemacht, genau 2 Mal. Es gab eine Talent-PK, die geht 20 Minuten und da bin dann ich so im Livestream und der andere ist direkt neben mir. Das war auch ganz cool bei der Talent-PK, die halt 20 Minuten geht. Da muss man etwas vortragen, man kann tanzen halt, Talent, ja, man muss sein Talent zeigen. Ich habe in dem Sinne keins, aber das fiel mir leicht, weil ich hatte eine Aufgabe, etwas, was ich machen konnte. Und ich habe mich dann entschieden, das Lied, sag mal, weinst du, oder ist das der Regen, der von deiner Nasenspitze trifft, tropft, spritzt, wie auch immer, zu singen. Habe es aber umgeändert in, sag mal, stinkst du, oder ist das der Biomüll, der da so am Stinken ist. Und das ging dann ganz gut und es hat auch Spaß gemacht. Ja, das war gut. Und dann hatte ich halt nochmal eine PK, die nur 10 Minuten geht. Und das war eine ganz normale PK. Da macht man also nichts. Man kann mit dem anderen reden oder sich anschweigen, Musik hören. Man muss da nichts Besonderes machen.
Und dort waren wir auch wieder nebeneinander. Und ich hatte mir einen Scherz ausgedacht, ja, um irgendwie dass ich eine Aufgabe habe. Ich war wirklich so aufgeregt, dass ich gezittert habe an den Händen, ja. Kein Witz, das war voll schlimm für mich, aber ich wollte halt die Agentur nicht im Stich lassen und habe es dann doch gemacht. Ich hatte mir da einen lustigen Scherz ausgedacht, der aber nicht so lustig ankam. Und zwar war ich während des Livestreams kurz runtergegangen. Oh, wie das geknallt hat. Ja, habe ich sowas gemacht und hatte hier Mehl überall, im ganzen Gesicht Mehl, Mehl. Aber das kam nicht so gut an. Mein Agenturchef meinte danach, ob ich gekokst hätte. Wirklich. Ich habe das überspitzt, übertrieben. Ich glaube, kein normaler Mensch würde drauf kommen, dass das echtes Koks war. Ich denke nicht, dass das jemand, der Koks, ich habe es nie gemacht, Gott bewahre, dass der so viel Koks dann überall hat. Also im Film nicht, ne? Da ist das immer so ein kleines Röhrchen, man zieht das weg, das war's. Das ist ja. Ja, ich hatte das überall. Also ich habe es übertrieben und ich glaube, niemand sonst hätte das gedacht. Er war dann sauer und hat gesagt, ich würde die Agentur in Verruf bringen, ich soll sowas mal lassen und so. Und da war ich da auch angepisst, weil das ist mein Stream und zweitens, ich kriege gar kein Geld von dir. Was willst du mir vorschreiben, was ich in meinem Livestream zu machen habe oder nicht zu machen habe? Ja, das fand ich auch total blöd. Wie gesagt, seine ganzen Versprechungen immer, nächsten Monat werdet ihr sehen, da passiert was Großes, ein Stern wird runterknallen und dann passiert gar nichts. Ja, das ist also, ja, Laberbacke. Ich mag ihn irgendwie schon auf einer Seite, aber ich kenne ihn auch nicht echt. Also von daher scheiß drauf, Laberbacke. Er redet mehr, als er einhält und deswegen nehme ich davon Abstand und mache das auch nicht mehr. Das geht auch, wie gesagt, das geht nicht mit Kindern, das kannst du nicht machen. Außer, was weiß ich, deine Kinder sind dir langweilig oder ich weiß es nicht. Ja, und dann noch, jetzt kommt immer meine Schwiegermutter mit Zeitungen austragen. Das ist für mich auch nicht leicht. Ich liebe sie, ganz ehrlich, ich mag sie, kein Ding. Ich finde es auch toll, dass sie mir helfen möchte, aber ich habe immer schon Angst. Ja, jetzt schon, wenn ich dran denke, wird mir mulmig, habe ich gar keine Lust mehr darauf, Zeitungen auszutragen, das Ganze zu machen. Sie kommt halt mit, weil ihr Papa, der ist, auf den muss sie aufpassen. Und in der Zeit, wo sie das mit mir macht, muss sie halt nicht auf ihn aufpassen, hat so ein bisschen Abstand. Also für sie ist das so zum Genießen, ja? Und für mich ist das so, ach du Scheiße, nein. Ja? Aber es ist dann auch schön in den Momenten, aber trotzdem, ich bin froh, wenn ich dann fertig bin und sagen kann, oh, endlich Wochenende, endlich hinter mir. Aber montags dann habe ich schon den Gedanken, ach nee, Freitag fängt das wieder an. Und ich muss mich dann wirklich beeilen, weil ich will das alles an einem Tag schaffen. Wenn ich dafür noch 2 Tage brauche und sie dann Freitag kommen würde und noch mal Samstag kommen würde, das wäre noch mal stressig. Ja, dann so gar kein Wochenende gefühlt irgendwie. Deswegen versuche ich das alles schnellstmöglich am Freitag zu machen. Und das sind so ungefähr 400 Zeitungen und meistens habe ich 3 bis 4 Stunden Zeit, bis sie kommt, das zu machen. Ansonsten, wenn ich bis dahin ein Gebiet nicht schaffe, fertig zu sortieren, dann müssen wir das am Samstag machen. Also könnt ihr euch vorstellen, ich hasse den Freitag mittlerweile. Ich hasse ihn. Auch wenn sie super lieb ist. Sie ist wirklich eine der ganz, ganz wenigen Menschen, die mich einfach so akzeptiert, wie ich bin. Ich muss da nicht viel reden, ja. Von anderen kommt dann irgendwann mal ein dummer Kommentar. Du bist ja wie unsichtbar oder so. Oder warum bist du so, ne? Warum bist du bloß so? Weil ich einfach so bin, ja. Sie akzeptiert mich so, wie ich bin. Sie hat noch nie mich zurechtgewiesen, sonst was. Einfach eine wunderschöne Schwiegermutter. Ich bin dankbar dafür, dass ich so eine tolle Schwiegermutter haben darf, ja. Es gibt ja auch ganz schlimme Schwiegermütter, die da die Ehe auseinanderbringen wollen und so oder die an allem was zu meckern haben. Bei mir ist ganz anders und darüber bin ich ganz froh. Ja, heute eben war ich auch beim Arzt, weil ich hatte einen Zeckenbiss vor ungefähr so, sagen wir mal, 23 Tagen hatte ich einen Zeckenbiss und die habe ich mir selber rausgezogen und da war nichts, war nicht rot geworden und jetzt seit ein paar Tagen ist das rot geworden und dann habe ich im Internet gelesen, dass das so eine Berylose sein kann. Und da muss man ja zum Arzt gehen, weil da braucht man Antibiotika. Und dann dachte ich mir so übers Wochenende, ja, da musst du hingehen, ist wichtig, weil das kann auch nach Jahren irgendwas auftreten. Gelenkschmerzen, alles Mögliche kann dadurch passieren. Gesichtslähmung oder so. Darauf habe ich natürlich keinen Bock. Und dann habe ich da heute Morgen angerufen und habe gesagt, hallo, hier ist der Dr. Schmidt. Und zwar, ich hatte vor einiger Zeit einen Zeckenbiss. Dieser ist jetzt rot geworden. Und ich würde gerne zu einem meiner Kollegen vorsprechen, da ich selbst die Operation und nicht vornehmen kann am Zeckenstich. Nein, meine Frau hatte angerufen, nicht ich. Ich habe selber auch angerufen. Ich habe um 7 Uhr angerufen, 7:30 Uhr.
aber sie hat trotzdem angerufen, obwohl ich anrufen wollte, ja. Die Angst in dem Falle war in Grenzen, hätte geklappt. Ich habe ja auch angerufen, aber da war noch keiner da einfach. Sie hat es gemacht, weil sie Angst hat, dass ich nicht dahin gehe. Sie kennt mich ja, natürlich gehe ich dahin. Ich bin schon weiter als damals, ja. Ich bin ja nicht dumm. Ich habe Kinder und so, ich habe Verantwortung, kann ich hier einfach krank werden, ja. Das wäre ja hirnrissig, das wäre ja dumm. Das wäre ja dumm hier. Siehst du hier, dumm, dumm. Kennst du das, dumm. Ja, ich war dann dort heute Morgen und ich konnte rein. Draußen waren ganz viele, die hatten eine Erkältung. Und vielleicht haben die dieses Covid-19, deswegen durften die nicht in die Praxis rein, sondern mussten draußen warten. Und ich konnte mich reinsetzen, waren nur drei Leute im Wartezimmer. War ganz fluppig, ganz gemütlich. Das hat sich auch geändert im Gegensatz zu früher. Da hatte ich schon im Wartezimmer mehr so Ängste, dass ich da mir unwohl vorkam. Das geht eigentlich, da hatte ich jetzt gar keine Ängste. Das ist cool, oder? Schon mal was Cooles, da habe ich das gar nicht so. Auch beim Arzt selber war ich natürlich ein bisschen aufgeregt. Konnte nicht so die Wörter finden, wie immer, wie das bekannt bei mir ist. Aber ich habe es gemacht. Und ja, er hat gesagt, ich habe ihm das gezeigt, meinen Zeckenstich. Und dann hat er gesagt, ja, das ist diese Berylose. Jetzt muss ich Antibiotika nehmen, 21 Tage lang. Und dann geht es wahrscheinlich wieder weg. Also höchstwahrscheinlich zu 99,9999% wird es weggehen, denke ich mir mal. Und dann habe ich das auch hinter mir. Ansonsten ist nicht wirklich viel passiert. Ist alles okay, mir geht es gut. Meine Ängste sind noch immer da, manchmal stärker, manchmal nicht so stark ausgeprägt. Ja, mir geht es gut. Vielleicht mache ich noch ein Video über dieses Covid-19, über den Coronavirus. Da habe ich jetzt auch einiges so wieder erlebt, was mir aufgefallen ist, was vollkommen beschissen gelaufen ist bei Leuten aus der Verwandtschaft hier. Ich habe selber keine mehr, sind alle schon gestorben. Ich habe noch einen Bruder, der wohnt in Köln, aber mit dem habe ich nicht so einen wirklich guten Kontakt, wir schreiben ab und zu mal, aber das habe ich ja schon mal in einem anderen Video gesagt, ist egal. Jedenfalls hier, was ich hier so erlebt habe, darüber mache ich vielleicht ein Video. Ist ja gerade wieder so, dass die Zahlen sehr gestiegen sind. Im Sommer waren die ja doch sehr gering und die Leute konnten sich wieder eher treffen. Und jetzt ist es halt so, dass man sich lieber wieder nicht treffen sollte. Für jeden mit einer sozialen Phobie ist das natürlich gut. Ist das gut? Ne, es ist nicht gut, weil Menschen sterben, aber ihr wisst, wie ich es meine, ja. Ich werde jetzt nach Hause gehen. Und ich habe mir überlegt, weil es so lange kein Video mehr gab, werde ich für euch diesen Weg hier gehen. Da werde ich mich durchpressen. Den können wir noch gemeinsam gehen und vielleicht fällt mir noch das ein oder andere ein. Ich hoffe, ich komme da durch. Oh, das ist doch schön, oder? Es hatte noch einer unter einer meiner Videos geschrieben, dass ich das mit der sozialen Phobie, dass ich die wieder nicht hätte und dass ich das nur wegen Klickzahlen mache. Das nervt schon, weil würde ich das wegen Klickzahlen irgendwie machen oder so, ich kriege ja nicht mal Geld dafür, ja, dann würde ich doch bestimmt anderen Content machen und nicht über eine soziale Phobie schreiben. Schaut mal, jetzt geht es hier durch. Komme ich da durch, ohne die Stäbe zu berühren? Wenn ich den Stab berühre, ist Strom drauf. Ja, egal, jedenfalls nervt das immer, dass ich ein Heuchler bin und so. Nur so wildfremde Leute, die ich nicht kenne, ja, bilden sich dann eine Meinung, weil sie ein Video sehen. Man muss, darf immer nur dieses und jenes machen, wenn man eine soziale Phobie hat. Am besten im Keller verstecken und nicht rausgehen, keinen davon erzählen, dann hat man eine soziale Phobie. Aber ist doch gut, wenn sich jemand auch weiterentwickelt oder es schafft, andere Dinge zu machen. Wie gesagt, ich kenne das ja noch ganz anders, wo ich selbst Angst hatte, einkaufen zu gehen, wo die kleinsten Dinge für mich richtig angstbesetzt waren. Und zum Glück ist das nicht mehr. Und ja, trotzdem ist die soziale Phobie halt noch da. Und ich kann darüber Videos machen und da bin ich doch kein Heuchler, ja, der nur Klickzahlen machen möchte. Ich würde auch ganz andere Videos machen. Ich würde meine Frau heimlich filmen, ihren Hintern oder so für Klickzahlen, aber nicht das hier. Ja. Es ist einfacher, als ich dachte, hier durchzugehen. Vielleicht habe ich es ja schon geschafft. Gerne könnt ihr wieder schreiben, wie es bei euch verlaufen ist. Würde mich interessieren, aua, wenn ihr auch... Oh, aua, das zweite Mal die Birne gestoßen. Leute, der ist doch nicht ganz sauber. Ja, es würde mich freuen, wenn ihr auch einen Kommentar hinterlasst und schreibt, wie es euch so ergeht, was ihr so erlebt habt, ob was Gutes passiert ist, was Schlechtes passiert ist, ob eure Ängste weniger geworden sind oder mehr geworden sind. Ja, hinterlasst einen Kommentar. Ich wünsche euch nun das Beste. Bis dahin, Sebastian. Adieu. Ich gehe nach Hause. Ich mach aus.